Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Heute ja mal wieder was ganz anderes. Es geht um eine kleine Spielerei. Ich habe mal Debian 12, was noch längst nicht rausgekommen ist, mal ausprobiert. Ich habe eine Debian 11 VM mal aktualisiert, mal geguckt, was passiert. Das gucken wir uns quasi jetzt gleich einmal zusammen an und ich habe 4 Mikrofone, die ich mal ausprobieren will. Ich mache jetzt alles, was jetzt hier weiß ist, mit dem Mikrofon, mit dem ich das immer mache. Und wenn ich einen Desktop vorstelle, nehme ich ein anderes Mikrofon. Mal gucken, was da rauskommt. Dann noch ein bisschen dazu, Debian 11 ist ja gerade erst rausgekommen, genau am 14.08.2021. Das Debian 12 ist natürlich längst noch nicht fertig. Das könnte irgendwann 2023 veröffentlicht werden, wenn es ungefähr in derselben Geschwindigkeit läuft wie bei den letzten Veröffentlichungen. Und im Moment entspricht das noch diesem Testing-Zweig von Debian. Also da ist noch eine Menge, was ich da in der Zeit auf jeden Fall tun wird. Das ist nicht repräsentativ für irgendwas oder so. Dinge, die jetzt in der Version XY da vorhanden sind, werden nicht unbedingt in derselben Version nachher in der Veröffentlichungsversion drin sein. Das Installieren von dem Debian 11 und dem Aktualisieren, das nehme ich dieses Mal nicht auf, denn meine Zeitsprungschnecke hat gesagt, dass sie heute überhaupt keine Lust darauf hat, denn die kommt immer dann zum Zuge, wenn Sequenzen übersprungen werden. Also ne, guten Appetit soweit. Wenn ihr jetzt so ein Standard Debian 11 in der VirtualBox oder einer anderen Virtualisierung installiert, ist das eigentlich unspektakulär. Ich habe das Ganze auch schon mal mit Debian 10 gemacht, mit minimalen System für den Server. Könnt ihr euch das Video angucken oder auch nicht. Beim Installieren habe ich das so gemacht, dass ich beim Installer eben alle Desktops ausgewählt habe. Die wurden alle mit installiert. Und hinterher, nachdem alles durch war, habe ich das ganze System auf Bookworm, das ist der Codename für Debian 12, aktualisiert. In der Kommandozeile ist das auch relativ unspektakulär. Das gibt dieses SED, das ist der Streaming Editor. Damit könnt ihr Dateien editieren anhand von ja, so einer kleinen Skriptsprache. Und diese Zeile mit Z-I sagt, dass die Änderungen gleich in der Zieldatei, in diesem Fall in der etc/apt-sources-List, abgelegt werden sollen. Und jedes Vorkommen von Bullseye, also der Version Debian 11, wird durch das Codewort von Debian 12, also Bookworm, ersetzt. Danach über apt-get-update werden die neuen Paketinformationen von dem Debian-Server gezogen. Und das apt-get-dist-upgrade, das aktualisiert alle Pakete von Debian 11 auf Debian 12. Ja, das Ganze läuft dann eine gewisse Zeit. Keine Ahnung, wie lange es gedauert hat. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ich habe nebenbei irgendwas anderes nachher gemacht und dann war es hinterher fertig. Ja, wenig spektakulär, darum Zeitsprungschnecke und so hat heute keine Lust. So, dann zu dem anderen Thema, was ich heute mit dabei habe. Ich will das einfach mal ausprobieren. Ich habe standardmäßig ja dieses T-Bone SC420 USB-Mikrofon immer verwendet. Ich finde das jetzt gar nicht so wahnsinnig schlecht, aber wahrscheinlich ist tonmäßig noch ein bisschen Luft nach oben dort und darum habe ich mir mal verschiedene Sachen hier rausgesucht, die ich jetzt auch da habe und werde mal ausprobieren, ob sich da der Ton durchaus verbessert. Dieses T-Bone, was ich da habe, das kostet als so ein Bundle 59 Euro. Da ist so ein Koffer mit bei, wo ich nicht weiß, wie viel der kostet. So eine Spinne, so ein Aufhängding. Ich kann mal kurz zeigen. Dieses Ding, damit Vibrationen vom Tisch nicht auf diesen Arm und das Mikrofon übertragen werden. Es ist auch noch ein massives Tischstativ mit bei, wo ich auch nicht weiß, wie viel das Ganze kostet. Und dieser Windschutz, also das Ding hier und dieser Popschutz, das Ding da, das ist alles mit dabei und das kostet 59 Euro. Also von daher wird das Mikrofon selbst nicht so wirklich teuer sein. Aber für den Preis letztendlich finde ich es eigentlich ganz okay.
Dann habe ich mir, ja, Superlux heißt das Ding, ist ein USB-Mikrofon, stellt man direkt auf den Tisch, kann man leider nicht an so ein Tischstativ anschließen. Mal gucken, wie das klingt. Dann, ja, eigentlich ein Gesangsmikrofon ist dieses Shure SM58 LC. Das kostet schon 99 Euro. Und man braucht dazu auch noch ein Audio-Interface. Also man kann es nicht direkt an USB anschließen, sondern man braucht da noch so einen Kasten. Den hatte ich noch rumliegen. Also sowas hier zum Beispiel. Da schließt man denn dieses XLR darüber an und hinten fällt USB raus. Genau. Also das ist quasi eine externe Soundkarte für XLR. Das ist eben dieser Spezialanschluss bei, ja, Mikrofonen sehr beliebt. Das erhöht den Preis auch noch. Keine Ahnung, was dieser Kasten mal gekostet hat. Sollte verschrottet werden. Ich habe ihn denn so genommen und ja, von daher lag er hier noch rum. Dann das nächste ist ein M-Audio Ubermic, auch über USB anzuschließen, kostet 109. Und quasi so diese, ja, Profiliga sieht man bei einigen YouTubern, bekannteren, ist dieses Shure SM7B, auch so ein XLR-Mikrofon. Und dann braucht man auch noch so ein Fat-Amp dafür. Also das ist noch so ein extra Stopfen, die man hinten auf den Mikrofonausgang draufsetzt. Der hebt einmal das Signal an, dass es lauter wird und filtert auch noch das Rauschen raus. Ja, mal gucken. Also das ist dann nochmal teurer mit 428 plus Kabel, die man noch braucht und ja, so ein Audio-Interface, wenn man es nicht hat. Ich habe mir bei YouTube auch viele Videos zu, ja, Mikrofonen angeguckt, was irgendwie halbwegs sinnvoll aussah, ist dann in diese Auswahl mit reingekommen, was ich dann bestellt habe. Das ist eigentlich auch nicht Sinn dieses Kanals. Ja, andere Leute wissen halt, wie das deutlich besser funktioniert. Also so grundlegendes Basiswissen zu Audiogeräten, also Mikrofonen und so weiter. Und auch Tests von Mikrofonen findet ihr unter dem Kanal hier von Obli. Also das fand ich ganz interessant, was er da so alles gemacht hat, und er hat das auch gut erklärt. Also falls euch sowas interessiert, schaut da einfach bei ihm mal vorbei. Ich mache das jetzt einfach bloß mal mit. Ich wollte das ausprobieren und da habe ich als Thema halt gefunden, machen wir halt Debian 12 noch mit Desktops dazu. Passt irgendwie oder passt auch nicht, wie auch immer. Dann hatte ich auch noch aufgeschrieben, dass ich dieses Mikrofon, was ich sonst immer verwende, mit einem Noise Gate und einem Kompressor verwende. Was ist das überhaupt? Also dieses Noise Gate, das ist ein Filter in OBS. Ich habe hier eben zwei Screenshots reingepackt. Das Noise Gate, das sorgt dafür, wenn Geräusche, die unterhalb einer gewissen Lautstärke liegen, sorgen dafür, dass da überhaupt nichts passiert. Also, dass in dem aufgenommenen Signal halt nichts drin ist. Das ist praktisch für leise Umgebungsgeräusche, die man sonst immer mit hören würde. Also, wenn ich jetzt nur nicht spreche, könnte man vielleicht eine Uhr ticken hören oder ein leises Brummen von der Straße oder was weiß ich alles. Und dieses Noise Gate sorgt halt dafür, dass, wenn ich anfange zu sprechen, erst dann das Signal durchgegeben wird und dann aufgezeichnet wird. Das ist so eine Verbesserung, die man halt häufig macht in dem Bereich. Und das andere ist ein Kompressor. Und ein Kompressor ist nicht so zu verstehen wie eine Audio-Codec oder so, was einfach die Audiodaten kleiner macht, dass es mir weniger Speicherplatz wegnimmt, sondern der sorgt dafür, dass leise und laute Stellen angeglichen werden. Also wenn ich jetzt ja, ein bisschen flüsterer oder eben auch ganz normal spreche, sorgt der Kompressor dafür, dass diese Lautstärken auf ein relativ gleiches Level angehoben werden. Ja, und wenn ich jetzt anfangen würde, großartig rumzubrüllen, würde das auch abgesenkt werden. Also so, dass es besser ist, dem Ganzen folgen zu können, dass man dann nicht auf einmal vom Stuhl fällt, wenn ich da zu laut bin oder sowas. Dafür ist das auch eine ganz praktische Sache. Das werde ich bei diesen vier Mikrofonen nicht verwenden. Also ich nehme das so auf, wie das da rauskommt, wie ich das spreche. Also das ist ohne quasi digitale Nachbearbeitung. Das ist so, wie es ist. Dann habe ich jeweils immer so eine kleine Zwischenfolie gemacht, immer wenn es weiß ist.
verwende ich dieses Mikrofon hier, um zu erzählen, was da kommt. Und sobald ihr den Debian Desktop seht, dann habe ich das Mikrofon gewechselt, was ich kurz vorher über so eine Folie angegeben habe. Ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt geht's los mit den einzelnen Desktops. Beginnen wir mit dem Superlux E431U. Das ist ein reines Tischmikrofon, das muss ich auf den Tisch stellen. Mal gucken, wie doll man jetzt meine Tastatur hört, wie ja, was da so für Nebengeräusche einfach so mit dazukommen, wenn ich die Maus bewege, wenn ich vielleicht doch mal am Tisch ruckel, irgendwie sowas. Mal gucken. Und das ganze Mikrofon ist natürlich auch weiter weg von mir als dieser Mikrofonarm und das Mikrofon dazu. Mal gucken, ob das klappt. So, als ersten Desktop habe ich mir Cinnamon rausgepickt. Cinnamon läuft im Software-Modus. Also in meiner VirtualBox habe ich keine Gasterweiterungen drin, die irgendwie 3D-Beschleunigung mitbringen würden. Und insofern läuft das Ganze denn im Software-Modus. Genau, gucken wir mal, was haben wir da überhaupt? Ich kenne mich auch nicht so wirklich aus, was jetzt Cinnamon angeht. Mal gucken. Ja, also von daher stümpere ich mich so ein bisschen hier durch. Das ist auch mehr oder weniger, weil ich jetzt diese Mikrofone ausprobieren wollte und dafür irgendwie ein Thema haben wollte, was ich so stückchenweise zack, stückeln ließ, so dass ich dann irgendwie verschiedene Themen zu verschiedenen Mikrofonen hatte. So, was haben wir denn überhaupt? Ja, man kann das Hintergrundbild ändern. Was gibt es denn so bei Themen? Da hinzufügen. Boah, aktualisieren wir mal. Mal gucken. Achso, da kriege ich denn verschiedene Themen. Gibt es vielleicht was, was so ein bisschen fröhlicher ist? Ich bin ja mehr so ein Freund von fröhlicheren Themen. Also dieses Dunkle, dieses Schwarze ist nun nicht so unbedingt das, was ich normalerweise nehmen würde. So, jetzt habe ich das runtergeladen. Habe ich das? Jo. Geht das hier auswählen? Achso, da kann ich das schon mal umstellen. Symbole. Vielleicht was Blaues und hier so auch noch mal was Blaues und da so. Ach, da gibt es nichts anderes und jetzt. Okay, jetzt kann ich da auch noch was auswählen. Alles, was black ist, wird sehr dunkel sein, nehme ich mal so. Und dort, na, vielleicht Railway. Ja. Ob das jetzt so eine optimale Mischung ist, keine Ahnung. Eher nicht. So, was haben wir noch? Ja, standardmäßig so Sachen wie Bildschirmschoner und mal gucken, was gibt es bei Datenschutz? An kürzlich zugegriffene Dateien erinnern. Oh, warum nicht? Was haben wir sonst noch? Desklets, digitaler Bilderrahmen. Ausmachen. Also wie ihr seht, ich habe wirklich wenig Ahnung davon. Ach so, da kann man Dinge direkt auf den Desktop tun. Kann es anklicken. Ein Desklet, das Programme startet. So, eine Uhr, das genau. Da kann man eine Uhr mit starten. Also dieses Starter-Desklet, das scheint immer Starter bearbeiten. Achso, jetzt kann ich sagen, welche Anwendung ich haben möchte. Ich kann ja mal hier sagen,
Firefox. Einfach mal so und entweder es dauert jetzt oder es tut nichts. Anwendung, Titel, Programm. Keine Ahnung, was das genau macht. Ja, aber die Uhr geht. Das funktioniert schon mal so, wie ich es vermuten würde. Achso, jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Einstellungen. Da ist das Ganze jetzt nochmal ein bisschen aufgedröselt. Das waren gerade eben die Desklets und Desktop-Einstellungen. Okay, nicht aktiv. Dann, was haben wir noch? Bildschirm. Da kann ich ja die Größe einstellen von dem Bildschirm, also die standardmäßigen VirtualBox Erweiterungen, die dafür sorgen, dass ich beliebige Bildschirmauflösung einstellen kann, die sind aktiv, aber eben nicht die 3D-Beschleunigung, was auch erklärt, warum ich hier so einen sehr krummen Auflösungswert beim Monitor habe. Wenn ich das Ganze jetzt nach oben schiebe, so, okay, dann passt mir das Ganze an und kann ich es auch zur Seite, nach unten kann ich und irgendwie in die Ecken. Nee, keine Ahnung. So, damit kann ich es wahrscheinlich schließen. Das macht es wahrscheinlich groß, genau. Und das hier minimiert es. Okay. Hier. Was ist das schon hier? Dann, was habe ich noch? Startprogramme, Schreibtisch, Erweiterung. Mal gucken, was gibt es da? Herunterladen. Dann, was haben wir da so? So eine Desktop Cube Flipper. Okay. Irgendwas, was total aussieht, wenn ich Fenster wechsle. So, und? Kann ich da, gibt es noch Hilfe dazu? Achso, oder brauche ich dafür Kompass? Dann würde das mir nicht wirklich viel bringen. Shadows? Shadows? Okay. Also das sind mehr oder weniger solche grafischen Gimmicks. Oh. Okay. So, was haben wir noch? Dann, ja, Druckerverwaltung, denke ich mal, ist wenig spektakulär. Ja, Drucker habe ich keine angeschlossen an die virtuelle Maschine, also von daher, genau, gibt es da wenig zu holen. Dann haben wir noch ein Grafiktablett, könnte ich da noch was anschließen, wenn ich eins hätte. Systeminformationen. Mal gucken, was sagt er mir hier? Also Debian Testing Bookworm. Also Vorschau auf Debian 12, was vielleicht 2023 rauskommt. Der virtuellen Maschine habe ich hier ja, 4 GB Arbeitsspeicher gegeben. Da ist eine virtuelle Festplatte drin, die, ja, ich glaube, 25 GB bis an das hier gerechnet hat. Und die Cinnamon-Version ist 4, 8 und 6. Ja, mal gucken, was final rauskommen wird, wenn es veröffentlicht wird. Okay, mal gucken. Gibt es dann noch irgendwas Schönes? Also durch diese Installation von allen Desktops kommt auch relativ viel mit, was ihr bei der Einzelauswahl von einem Desktop nicht hättet. Also sowas wie hier Kmail, das würde man eigentlich eher im KDE-Umfeld so vermuten. Aber dadurch, dass alles mit installiert wird auf allen Desktops, ist das mit dabei. Und LibreOffice, das ist sowas, das kann man unter jeder Oberfläche gebrauchen. Ja, oder Ocular ist, glaube ich, auch KDE. Also von daher ist es eine bunte Mischung mit Programmen,
die man unter verschiedenen Desktops so standardmäßig finden würde. Oder LX-Image, das klingt irgendwie wie LX.de oder ja. So, haben wir noch irgendwas wirklich Typisches hier? Das mag sein, dass da irgendwas bei wäre, was ich aber nicht erkenne, weil ich Cinema nicht benutze. Gnode. Und ach, ich probiere das einfach mal aus. Da haben wir, was kann denn das? Kann man so irgendwelche Informationen ablegen und gucken? Über Notizen. Notizen verwalten, diesmal nicht als gelbe Zettelchen, sondern als Anwendung mit verschiedenen, also vielleicht eher wie so ein Karteikasten. Dann, was gab es noch? K-Notes, also das gelbe Zettel von KDE. Na. Ja, das ist ja gut, dass es keine gibt, aber eigentlich will ich es ja benutzen. Also ein bisschen hakelig ist es jetzt. Ja, und? Ah, Rechtsmausklick und dann kann ich da was anlegen. Und? Zap. Von mir aus. Ja, ich möchte schon anzeigen. Genau. So, aber das ist eben nicht typisch für Cinnamon, also das ist ein KDE-Programm. Genau. Ja. Also das hier wird wohl was Typisches direkt sein, was direkt zum Desktop gehört. Also verschiedene Ordner, in denen ja typische Dateien abgelegt werden. Hier sollte man wohl Musikdateien ablegen. Dann, was haben wir hier? Dort hätte man Videos ablegen können, Bilder, Musik. Kürzlich verwendet. Ja. Genau, also das ist denn der Dateimanager für Cinnamon. Das ist Nemo in der Version, die dazugehört. Auch die 486. Ja, und ansonsten, dann gibt es ja noch so zusätzliche ja, Netzwerkeinstellungen kann man hier noch vornehmen. Das Ganze ist eben über eine IP-Adresse von der VirtualBox verbunden über NAT-Netzwerk und ja, geht darüber hinaus. Da kann ich meine verschiedenen Profile für die verschiedenen Netzwerkkarten und so weiter mit verwalten. Das wird letztendlich so ein Frontend sein für das für den Network Manager. Ja, bringen viele Distributionen was Eigenes mit und jetzt sieht das eben so aus. Ja, genau, das war jetzt da erstmal so ein Durchflug bei dem, was mir jetzt irgendwie so eingefallen ist, ohne dass es jetzt irgendwie vollständig sein sollte oder das Interessante davon ist, ich wollte halt bloß das Mikrofon ausprobieren. Also von daher war es das an dieser Stelle und gleich gibt es das nächste Mikrofon.